Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nords seinem Zuhause gelten sollten. Ruhigstadt. Ich komme aus Ruhigstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Oh. Ach, Bibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Gehen die hin? Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh! Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die... Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Skyrim. Ich bin's wieder, euer Okir, schlauer als dieser Lokir da, der gerade eben gestorben ist, der wegrennen wollte mit gefesselten Händen. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich hat er sich gar nichts dabei gedacht. Ich habe mir gedacht, Skyrim, wieder mal zocken. Lange her, habe ich Bock drauf. Und warum euch nicht mitnehmen? Klar, ist für die PS3, ist schon lange her, das Spiel. Aber vielleicht habt ihr ja doch Bock. Dann bleibt jetzt dran. Denn ich habe vor, dieses Spiel endlich mal zu beenden. Ich habe es so oft schon angefangen. Na gut, so oft nicht angefangen. Vielleicht so 2-3 Mal. Ich bin auch echt immer sehr weit gekommen. Das Problem bei mir ist nur, ja, ich gehe mal da rechts dann irgendwo nachgucken. Ich gucke mal da links nach. Ich gehe auch mal gerne ein paar Schritte zurück. Aber so wirklich diese Hauptstory folge ich nicht. Es ist, keine Ahnung. Und ich habe mir vorgenommen, es ist ein Langzeitprojekt, definitiv.
Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, mit euch dieses Spiel irgendwann zu beenden. Irgendwann zum Ende zu finden. Es werden einige Folgen werden, definitiv. Und ich hoffe auch Folgen mit viel Spaß. Ja. Befang war super Spruch. Na, egal. Ich hoffe, wir werden Spaß haben. So klingt's besser. So, und die Frage ist natürlich jetzt, wen nehmen wir hier? Es kann natürlich auch sein, dass wir hier jemanden gerade dabei haben, der das Spiel gar nicht kennt, noch nie gezockt hat, noch nirgendwo gesehen hat. Dann auch natürlich auch an dich herzlich willkommen. Und vielleicht können wir dir auch ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht dich auch ein bisschen so auf den Geschmack bringen, dieses Spiel zu zocken. Jedenfalls müssen wir uns jetzt zu Beginn hier erstmal eine Rasse aussuchen. Da haben wir ja ein paar zur Auswahl. Ich habe noch gar nicht mal durchgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 10 Stück insgesamt. Vorher habe ich immer, warte mal, ich glaube, es waren die Hochelfen gewesen. Komm, veränder dich. Geht doch. Genau, Hochelfen habe ich vorher immer, eigentlich fast immer genommen. Ich möchte es nicht. Ich möchte mit euch jetzt mal wirklich hier auch mal eine neue Rasse auch für mich ausprobieren, damit wenigstens ein bisschen was Neues da ist. Wir gehen sie jetzt mal ganz kurz durch, aber jetzt nicht so schnell wie gerade eben. So, wir haben hier zu Beginn haben wir die Argonia, Reptilienwesen. Den Text könnt ihr euch ja durchlesen. Ich greife jetzt mal kurz das Wichtigste auf. Natürlich ein Widerstand gegen Krankheiten, können unter Wasser atmen. Kraft heilende Haut, können ihre Gesundheit sehr schnell regenerieren. Das fand ich von Beginn an immer sehr interessant. Bretone. Komm, erinnere dich, der Text steht ja zum Glück schon da. Scharfsinnige Verständnis der Zauberkunst. Widerstand gegen Magie. Können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Auch ziemlich cool. Nur ich finde, so wie er aussieht, ein bisschen lame. So, Dunkelelf. Große magische Kräfte. Besitzen natürlich einen Widerstand gegen Feuer. Und können Kraft Zorn der Ahnen einsetzen, mit Feuer zu umgeben. Also sich selber mit Feuer umgeben. Eine lebende Fackel. So, Hochelf, ja, wie gesagt, nehmen wir ja sowieso nicht. Dann haben wir noch die kaiserlichen Kampfkunst und Magie. Goldmünzen finden sie ein paar mehr. Als andere Kraftstimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. Das hat irgendwie, keine Ahnung, ich habe das mal probiert, aber es hat nie funktioniert. Die Kaschid, intelligent, schnell, von Natur aus heimlich bewegen, können in der Dunkelheit sehen und waffenlose Klauenangriffe. Dann haben wir die Nord, Kälte unempfindlich. Kriegstalent, Kampfschrei, Gegner die Flucht schlagen. Jetzt sind hier irgendwie nur Stichpunkte, die ich hier... Ork, Bewohner, Kunstfertigkeit, Truppen, schwere Rüstung, besten Kämpfer, Kaiserreichs, furchterregend, Blutrausch. Das waren die wichtigsten Wörter. Natur, Krieger Tamriels, nein, jetzt ist was. Wieder mal hier, mal ein bisschen Anstand hier, ein bisschen, wir wollen ja es hier nicht ins Lächerliche ziehen. Natürlicher Widerstand gegen Gifte, sind in der Lage im Kampf die Kraft Adrenalinschub einzusetzen, und dann haben wir noch die Waldelfen. Kundschaft und Diebe in ganz Tamriel, die besten, sie sind von Natur aus resistent gegen Gifte und Krankheiten, und sie befehlen Tiere mit der Kraft Tier beherrschen. Okay, gut, haben mir ja vorher schon mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich hatte schon, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, überlegt, mir ein Argonia zu machen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch mit euch. Wir werden ein Argonia. So, wir können männlich oder weiblich. Ich würde aber männlich nehmen. Ja, ich gucke mal kurz nach. Das sieht gut aus. So, Vorgaben braucht man nicht. So, was haben wir denn jetzt hier für Hautfarben? Das ist jetzt auch alles komplett neu für mich. Ich habe zwar bloß bei dem Text überlegt, die zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht, was für Möglichkeiten wir hier haben. Aber ich glaube, hier so schön schwarz, das gefällt mir. Gewicht? Ja, nö, da bleibt man schön stämmig. Schön kräftig. Ich möchte auch von der Spielweise her so vorangehen, dass wir schon auf unsere eigenen Vorteile größtenteils bedacht sind, aber jetzt keine Unschuldigen töten oder sowas. Gesichtsfarbe. Also, gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Nö, da bleiben wir bei dunkel. Schmutz. Ja, ein bisschen schmutzig sind wir schon. Dann nehmen wir hier dieses schöne Rot. Oder wir könnten uns sogar noch dunkler machen. Ne, wir nehmen hier dieses schöne Rot. So, Narben. Was haben wir da zur Auswahl? Aha. Das sieht interessant aus. Nehmen wir das hier. Wurde man mal von einem Kajit angegriffen. Kriegsbemalung. Boah. Schnäuzchen ummalt. So. Können wir natürlich auch schön den Kopf bewegen, da können wir es von allen Seiten mal betrachten so. Und ja, guck mal nach oben, guck mal nach unten, guck mal die Stirn, den Kopf, den kahlen Kopf angucken. Die Stacheln an der Seite sind geil.
Die können wir auch bemalen. Farbe der Bemalung. Oh ja, so schön knalliges Rot. Wie gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen bedrohlich sein. Öli, da brauche ich nicht. Machen wir hier dieses schöne knallige Rot, das gefällt mir. Ein bisschen Gefahr auszustrahlen. Nasenart. Was? Oh Gott, oh Gott. Dsch. 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 Mehrmals draufgeschlagen. Kopf gegen die Wand. Das sieht interessant aus. Oder das... Nee, das erste. Machen wir das hier schön. So gefällt mir das. Nasenhöhe. Nö, wir tragen die Nase mal nicht so weit nach oben. So, Nasenlänge finde ich okay. Kieferbreite. Ja, ein bisschen breiter machen wir mal. Kieferhöhe. Nö, so tief unten muss der nicht sein. Kiefervorstand. Der Vorstand tagt. Wangenknochenhöhe. Ja, ist okay. Ja, man könnte das jetzt hier komplett detailliert alles machen, aber ich bin an sich so damit jetzt schon zufrieden. Ja, das machen wir noch ein bisschen. Wangenknochenbreite. Wangenfarbe. Ja, hier haben wir noch ein bisschen das Rötliche machen. Lachfalten. Wo hat denn der jetzt seine Lachfalten? Hm, egal. Untere Wangenfarbe. Ach, da. Wollen wir da auch nochmal das Knallige? Nee, das Dunklere. Ich finde, dass unsere Stacheln da um den Kinn herum, dass die knallig bleiben sollten. Ansonsten machen wir hier das dunklere Rot bei allen anderen. Kinnfarbe. Ah, wo hier, das passt besser jetzt so. Halsfarbe. Na, nee. Das sieht ja aus, als hätten wir sonst was für Halsschmerzen. Nee. Oder wir könnten, wenn wir Feuer spucken könnten, wäre das natürlich auch ziemlich geil. Wir machen hier dieses bisschen dunklere Stirnfarbe. Das ist doch die komplette Stirn da oben. Ja, da können wir mal ein bisschen hellere wieder nehmen, das bisschen knalligere. Damit sich das ein bisschen abhebt. So, jetzt haben wir, was haben wir denn? Augenform. Okay. Also ich möchte schon ein paar größere Augen haben, die ein bisschen hervorstechen. Die sind so okay. Augenfarbe. Oh Gott. Himmel, Herrgott, ey. Uhu, uhu, uhu. Ich bin ein Nachtschwärmer. Nein, das machen wir nicht. Die sehen geil aus. Ah, hier, schön im Weiß. Haben wir noch was? Na, hier, das machen wir. Augenhöhe, bin ich zufrieden. Augenbreite. Nö, ist okay. Augentiefe. Lass mal so nochmal. Lidstrichfarbe. Ah, okay. Mach mal die so. Nee, mach mal auch dunkel. Dann bleiben wir lieber. So. Auch ein bisschen dunkler. Und das können wir wieder ein bisschen heller machen. Dann müssen wir einen guten Mix finden. Bisher bin ich sehr zufrieden. Braun. Oh, sehr geil. Braunart. Ah, gibt die zwei. Mach mal die. Die sehen ein bisschen böse aus. Braunhöhe. Bisschen tiefer, dann sehen wir auch ein bisschen böser aus. Brauenbreite. Brauenlänge. Die sollen schön lang sein. So. So gefällt mir das doch. Der Mund. Oh Gott, oh Gott. Da sieht das hier gut aus. Und höher bleibt. Der Vorstand tagt. Kinnbreite, meine Fresse, wir haben breites Kinn. Kinnlänge. Ne, so ist okay. Der Vorstand tagt. Entschuldigung. So. Lippenfarbe. Oh. Schöne rote Lippen. Küss mich. Ich bin ein verwunschter Prinz. Nö, das lassen wir mal so ganz normal. Dann haben wir noch Haare, jetzt bin ich gespannt. Boah, sehr geil. Was haben wir noch? Ich bin sehr begeistert. Ich hätte die mal eher nehmen sollen, aber jetzt kann ich es ja mit euch erleben. Wir haben noch Haarfarbe, ändert sich dadurch. Ja, boah, cool. Cool, cool, cool. Was haben wir noch? Okay. Dringend rum. Das ist geil. Das noch, das noch.
finde das hier eigentlich ziemlich geil mit so riesen, mit den großen Hörnern. Es mit solchen, es ist natürlich auch cool, es hat auch was. Hier hätten wir auch diese Hörner. Der Punkt ist der, wir werden eh irgendwann eine Kapuze aufsetzen, das ist auch wieder egal. Aber nee. So finde ich es geil. So gefällt mir das. So. Ja, dann sind wir fertig, wa? Ich finde ihn cool. Ich finde, er ist uns sehr gut gelungen. Fertig. Beenden und den Charakter einen Namen geben. Okay. So, wie nennen wir unseren Gefangenen? Wir sind Agonia. Ja, das ist jetzt in dieser ersten Folge. Das wird jetzt größtenteils diese Charakter, also Erstellung einnehmen und noch das Intro jetzt. Aber dann ab der nächsten Folge geht es noch richtig ab. Wir sind ein Agonia. Was nehmen wir denn da mal für einen Namen? Einen Moment. Jo, komm. Wir sind Aaron der Agonia. Lass uns eine Alliteration draus machen. Mit Aaron dem Agonia. Aaron. Ganz einfach. Starten. Seid ihr mit einem der Hafenarbeiter von Rifton verwandt, Agonia? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste in die Schwarzmarsch zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Laber nicht. Wir haben uns gerade erst erstellt. Wir wissen jetzt selber erst, wer wir sind. Und jetzt wollt ihr uns schon wieder töten oder was? Automatisch speichern. Okay. Ey, ist doch verarsche. Wozu habe ich mir denn dann die Mühe gemacht? Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Wenn du das sagst, ihr Bro. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Ja, wer schreit denn da? Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Nö, das war nichts. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Jetzt haut mir schon den Kopf ab. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Und ab mit dem Kopf! Kaiserlichen Dreckskerle! Wer beschwert sich? Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Hexe, ihr seid dran! Was? Wir. Merkte, da hatte jemand was dagegen. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Warum denn jetzt schon wir? Was soll denn der Mist? Menno. Hallo. Ich hoffe, ihr habt jetzt die Leiche da erstmal. Okay. Oh, der Kopf liegt noch da. Schön. Hallo. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten. Was habt ihr gesehen? Dem Henker ist das egal. Hallo. Machen wir hier nicht so einen Aufstand. Ah, perfekter Zeitpunkt. Was ist denn jetzt los? Ja, ich stehe doch. Das Spiel hat gehangen. Schlag dich zur Festung durch. Wo denn jetzt? Boah, du hast auch die Ruhe weg, wa? Erstmal in Sicherheit bringen. Warum ist der alles so verschwommen hier? Geht jetzt. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Ja, und jetzt? Wir müssen los. Jetzt. Hier sind noch mehr. Hoch durch den Turm. Hey, ich bin dem Drachen dankbar. Hinauf. Den Turm hinauf. Na dann los. Beide tot.
Ich folge dir. Geh voraus. Oh. Hallo. Vielleicht mal anklopfen oder so. Wäre eine Idee. Und jetzt? Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Wo, da oben? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Drücke Dreieck zum Springen. Hui! Ja, klar. Nach der Aktion soll ich jetzt vorgehen, oder was? Ne, jetzt bin ich duck. Jetzt habe ich mich geduckt. Okay, und... Wuppi! Ne, super. Kleine erste Verletzung. Hallo? Oh, da fliegt er. Hallo? Ja, sobald du drüben bist, folgen wir dir. Ihr habt ja wohl einen Knall. So, runter hier. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Jetzt mal hier gehen, macht mal hier nicht auf dicke Hose, ehrlich eh. Wo soll's denn jetzt lang gehen? Hier raus? Ach da. Hallo. Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. Oh, hallo. Immer noch am Leben. Bleibt nah bei mir. Ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Aber die General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten. Aber der Drache ist schon geil gemacht. Das muss man schon mal sagen. Bleibt nah bei der Wand. Nah bei der Wand? Welche? Die hier? Oder die hier? Oh. Wurde der gerade verbrannt? Wow. Wow. Ich folge. Ich habe nicht vor, schon zu sterben. Nein. Ihr wollt den Drachen jetzt echt mit Feuer bekämpfen? Euer Ernst? Jetzt sind es nur noch wir beide, Gefangene. Wie? Jetzt sind es nur wir beide? Da, guck mal da oben, das sind auch noch Freunde von dir. Aus dem Weg! Wir fliehen, Hagrid. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle noch. Wow. Betritt die Festung mit Hartmar oder Ralov? Was? Hier lang! Na los! Ah, wir gehen lieber mal rein. Nicht zu lange warten. Ich glaube, wir sind jetzt mit Ralov mitgegangen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, langer Ladebildschirm. Und diesen nutze ich jetzt, um die erste Folge zu beenden. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Nee. Betritt die Festung mit Hartwar oder Ralov? Mit Ralov haben wir. Ich komme aus Helgen. So, bevor... Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Ja, sag an. Kein Zweifel. Ja, nee. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Verrückt. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, mach mal. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Okay, geht klar. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde... Ja, sei ruhig. Ausrüstung. Ich mach die ab. Es ist keine Schande, sich die Axt eines Freundes zu bauen. Sei ruhig, ich kenne den nicht mal. Wie kannst du sagen, dass wir Freunde sind? Ich möchte an dieser Stelle jetzt diese Folge... nicht von den Toten zurück. Ist doch nicht euer Ernst. Nehmt euch seine Rüstung und alles, was er sonst noch trägt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Skyrim.